Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Vampire the Masquerade Redemption. Und bevor wir richtig loslegen können, muss ich kurz nochmal überprüfen, es tut mir leid, ob die Aufnahme auch wirklich läuft oder auch nicht. So leid es mir tut und die Aufnahme läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich keine Lust, dass das Leere läuft. Die erste Aufnahme, nachdem ich erkältet war. Wir sind hier wieder mit Christoph unterwegs und hier haben wir den Wilhelm. Nicht William, sondern Wilhelm. Wilhelm. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir beim letzten Mal uns nicht mehr geskillt. Was ich jetzt aber mal direkt nachholen werde. Blutheilung zu erlernen. Okay. Trinken. Moment, das ist jetzt für Christoph. Ich wollte jetzt aber, genau, ihn wollte ich haben. Ach, guck mal an, er hat das auf Stufe 2. Okay. Seine Punkte wollte ich erstmal aufwerten. Hier haben wir mal die Körperkraft. Geschick, Widerstand. Blutheilung erhöhe ich mal von ihm. Die Intelligenz erhöhen wir auch gleich mal. Ich erhöhe mal das Geschick und vor allem mal die Körperkraft. So, Widerstandskraft erhöhen wir mal, weil er ist verdammt oft gestorben. Charisma brauchen wir nicht unbedingt. Geistesschärfe. Ja, komm, nehmen wir auch nochmal mit, was geht. Also ich hoffe, ich verskill mich jetzt nicht total. Sonst tut mir das leid. Was ist denn das hier? Geschwindigkeit, Stärke, Augen des Tieres. Aha, was ist das denn hier? Verschmelzung mit der Erde. Mit der sicher ruhen kann. Okay. Interessant. Also hier sind sogar neue Disziplinen dabei. Cool. Gut, das war das. Jetzt würde ich gerne nochmal mit Christoph nochmal schön die Disziplinen durchgehen. Blick der Furcht. Noch nicht einsetzbar. Verursacht Angst beim Opfer. Okay. Stärke. Erhöht den automatischen Schaden. Aha. Ja, ich würde gerne mal sein Trinken erhöhen, weil das ist ja furchtbar. Er braucht ja Ewigkeiten, damit das klappt. Blutheilung erhöhen wir mal. Und dann vor allen Dingen Körperkraft. Sein Geschick ist total gering. So, Widerstandskraft, damit das mal auf eine Linie kommt. Geistesschärfe. Die Intelligenz erhöhen wir nochmal. Genauso wie die Wahrnehmung. Denn es ist ja unser Hauptcharakter. Die Manipulation erhöhen wir nochmal etwas. Und das war es dann auch mit den Punkten, die wir zur Verfügung hatten. Okay. Ich grüße übrigens alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen. Wie zum Beispiel den Zepit, die Marion aka Sternenblut, die Sabrina Becker, den Scarfon, der schaut ja auch hierzu bei Vampire the Masquerade Redemption. Und der L schaut, glaube ich, auch zu und alle anderen Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen. Freut mich sehr, dass ihr hier seid und dass ihr mit mir gemeinsam weiter voranschreiten wollt. Ich habe jetzt inzwischen übrigens einen neuen Kanaltrailer hochgeladen. Ich meine, die meisten von euch wissen das sowieso. Aber ich sag's trotzdem gerne nochmal. Ich habe einen Kanaltrailer hochgeladen, einen neuen, einen aktuelleren vor allen Dingen. Und ja, wir werden jetzt erstmal unsere Quest beenden. Wir haben ja bei der letzten Session mit vielen Problemen, das gebe ich zu, das Not-Fragment uns beschafft. Und wir reden jetzt mit Ekaterina. Das ist hervorragend, Wilhelm. Unsere Bande mit den Kappadozianern werden sich festigen, wenn wir Garinol über Mercurius Verrat informieren. Wilhelm, ihr seid ein Brucher, wie er im Buche steht. Selbst unser Urvater Brucher wäre stolz auf euch. In aller Bescheidenheit, Herrin, ich hätte es nicht geschafft ohne Christophs Hilfe. Er hat es gut gemacht. Christoph hat sich bewundernswert geschlagen. Ich denke, er ist bereit, vom bevorstehenden Kampf zu erfahren. Von welchem Kampf sprecht ihr? Der Dschihad. Der große Krieg aller Vampirclans. Die Chimiske gegen die Tremere. Und wir gegen beide. Die Tremere? Die Tremere waren dereinst ein Geschlecht von Magi, ein Teil des Ordens des Hermes. Sie stahlen Kains Geschenk von einem Clansgründer unserer Art, einem Vorsintflutlichen, einem von Kains Enkeln.
Sie wollen die ganze Welt unterwandern und beherrschen. Sie verbinden die Macht Kains mit unaussprechlicher Magie. Die Unholder aus den Karpaten, die Chimiske, bekämpfen ebenfalls die Tremer. Die Chimiske sind in die Heimat der Ahnen der Vantru eingefallen, weshalb wir auf seltsame Weise mit den Vantru verbunden sind, die das glorreiche Karthago vernichteten. So haben wir uns mit dem Vampirprinzen Prags zusammengetan, dem Vantru Rudolf Brandl, fürs Erste. Auch ihr habt Grund, die Vantru zu hassen, Christoph. Ihr führt einen Krieg gegen die heidnischen Barbaren, weil die Vantru deren Führer zu Marionetten machten. Die Vantru sandten sie in den Krieg, um die feindlichen Chimiske zu stoppen. Die meisten Barbaren waren Wiedergänger, Ghule, die den Chimiske dienten. Auch andere Clans unterhalten Zufluchten hier in Prag. Ihr habt die Kappadozianer schon getroffen. Die Nosferatu lauern unterhalb des Friedhofs im Nordviertel. Viele aus König Ottokars Familie, den Prämüssels, sind Ghule der Chimiske. Seit der Ankunft der Tremer in Prag entwickelt sich ein Krieg, für den die Sterblichen arg ausgenutzt werden. Wir müssen dieses Grauen abwenden. Viele sind in Prag verschollen, auch Brucher. Wir hegen den Verdacht, sie sind den Chimiske-Unholden oder den anmaßenden Tremer zum Opfer gefallen. Wir müssen den Verschleppungen ein Ende setzen. Zuerst müssen wir versuchen, den Schaden wiedergutzumachen, der uns durch Mercurius' Verrat entstand. Herrin, ich will mich ins jüdische Viertel aufmachen, um den Rabbi vor Mercurius eingreifen zu warnen. Falls ihr Golem einem feigen Angriff zum Opfer fiel, kann er die Juden vielleicht nicht mehr vor den Chimiske schützen. Wir haben kein Bündnis mit den Kabbalisten im jüdischen Viertel. Und sie haben mächtige Glücksbringer, mit denen sie sich gegen unser Eins zur Wehr setzen können. Es ist unsere Pflicht, die Sterblichen zu beschützen. Sollten wir ihnen diese Nachricht zukommen lassen, schulden uns die Juden einen Gefallen. Doch zuerst gibt es noch viel zu tun. In 3 Nächten könnt ihr die Nachricht überbringen. Nehmt Christoph mit euch. Doch seid auf der Hut. Die Kabbalisten sind nicht gut, auf unser Eins zu sprechen. In 3 Nächten kann es zu spät sein. Nur ein Auftrag mit Wilhelm und ihr seid ihm so ähnlich geworden. So sei es. Wilhelm geht mit Christoph heute Nacht ins jüdische Viertel und warnt den Rabbi. Sie haben eine neue Disziplingruppe erlernt. Gestaltwandel. Okay. Gestaltwandel. Augen des Tieres, okay. Schärft das Augenlicht. Aha. Okay. Okay. Interessant. Gut, wir haben jetzt also einen neuen Auftrag. Wir sollen jetzt also mit den Juden sprechen und sie warnen vor der Gefahr. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, wa? Ich weiß aber natürlich auch ganz genau noch, wo das Judenviertel ist. Ist ja ganz klar. Holen Sie das Nordfragment. Ja, das haben wir. Töten Sie den Golem. Zerstören Sie den Golem, der das Nordviertel heimsucht. Ja, toll. Ich brauche erstmal die Karte. Wo ist denn hier das Nordviertel? Da ist das Nordviertel. Okay. Brauche ja quasi nur geradeaus latschen. Übrigens, Wilhelm sieht auch immer noch sehr gesund aus. Definitiv. Wilhelm, hast du eigentlich keine Items bei dir, sag mal? Du siehst so... Ja, der hat tatsächlich keine... Alter, Junge. Du säufst das Blut, als wäre das nichts Gutes. Ey, das ist ja Wahnsinn. Der haut 2 Flaschen wie nichts weg, ey. Alter Junge, komm mal auf dein Leben klar. Ich muss vor allen Dingen mich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ist einfach schon so lange her. Ja, es liegt eben halt daran, weil ich auch krank gewesen bin. Zwischendurch. Oder auch immer noch bin teilweise. Ich habe es ja noch nicht ganz überstanden. Wie man ja vielleicht auch an meiner Stimme entnehmen kann, dass ich noch nicht so ganz wieder auf Damm bin. Sondern nur so halbwegs. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Ratte, die nehmen wir gleich mal mit. Freut sich die Sabrina, ich bringe wieder eine Ratte mit nach Hause. Sehr schön. So. Hat die Sabrina Becker nämlich geschrieben, dass sie sich freut, dass ich eine Ratte mit nach Hause bringe. Nee, ist klar.
Ich habe nicht vor, mich mit den Johanniter anzulegen. Okay, auf zum Nordviertel. So, wir sind jetzt im Nordviertel. Und da sehen wir auch schon eine Leiche. Gleich direkt zur Begrüßung. Der steht so schnell nicht mehr auf. Huiuiuiui, dann gucken wir mal. Wir können auch nirgends hier rein. Helft uns! Der Golem Makaba ist außer... Was? Ich habe hier so die Hälfte verstanden. Was? Was ist los? Irgendwas mit der Golem ist außer Kontrolle geraten. Mehr habe ich nicht verstanden. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Da kommen wir nicht durch. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was hier los ist. Ihr wisst ja, das ist ein Blind-Projekt. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir beim letzten Mal richtig schön einkaufen waren. Bisschen geschoppt haben. Huh. Rettet uns! Unser eigener Golem hat den Verstand verloren! Kann der Rabbi diese Wesen steuern? Ja, doch der Rabbi ist tot. Ich bin sein Sohn Mendel. Sagt, wie tötet man einen Golem, Mendel? Das Leben des Golems entspringt der Wahrheit. Ihr sprecht in Rätseln. Das Wort Wahrheit wurde auf ein Stück Pergament geschrieben und in den Mund der Kreatur gelegt. Das hebräische Wort für Wahrheit und das für Tod unterscheiden sich lediglich in einem Buchstaben. Zerstört diesen einen Buchstaben und alles Leben verlässt die Kreatur. Ja, super. Ich weiß auch gerade, welcher eine Buchstabe das ist. Weil ich auch die hebräische Sprache in- und auswendig kenne. Nee, ist klar. Was erwartest du von mir? Ich bin nicht religiös. Junge. Oh. Ich glaube, wir dürfen uns gleich auf einen schönen Fail freuen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, wir sollen Buchstaben zerstören. Ja, toll. Was für Buchstaben? Ich weiß es doch nicht. Macht das überhaupt irgendwas mit dem? Zur Hölle mit euch! Stört ihn das überhaupt in irgendeiner Weise? Ich glaube nicht. Zur Hölle mit euch! Angriff! Hau rauf! Es scheint ihnen irgendwie doch schon weh zu tun, aber... So wirklich helfen tut es... Ja, nicht. So viel mal dazu. Also wir hätten mich schon mal platt. Komm schon, Christoph! Wehr dich! Wehr dich! Ja, ungefähr so. Ist wunderbar. Ja. Das ging jetzt sehr schnell. Jo, ich würde mal sagen, wir speichern das. Wir speichern das mal. Ja, genau. Wir speichern diesen schönen Fail. Super. Sehr schön. Helft uns! Der Golem Makaba ist außer Kontrolle geraten! Jetzt habe ich es auch verstanden. Danke. Ein Buchstaben. Ja, aber wir müssen doch erstmal herausfinden, was das für Buchstabe ist. Kann ich das überspringen? Rettet uns! Unser eigener Golem hat den Verstand verloren! Kann der Rabbi diese Wesen steuern? Ja, doch der Rabbi ist tot. Ich bin sein Sohn Mendel. Sagt, wie tötet man einen Golem, Mendel? Das Leben des Golems entspringt der Wahrheit. Ihr sprecht in Rätseln. Das Wort Wahrheit wurde auf ein Stück Pergament geschrieben und in den Mund der Kreatur gelegt. Das hebräische Wort für Wahrheit und das für Tod unterscheiden sich lediglich in einem Buchstaben. Zerstört diesen einen Buchstaben und alles Leben verlässt die Kreatur. Huh. Tja, aber die Frage ist, wie finden wir heraus, welcher Buchstabe das ist? Das ist die große Preisfrage. Also auf jeden Fall finden wir es nicht heraus, indem wir einfach nur gegen die Kreatur kämpfen. Das reicht nicht. Das haben wir ja jetzt gesehen. Das Vieh hat uns innerhalb kürzester Zeit platt gemacht. Anfangs sah es recht gut aus für uns, aber man hat ja gesehen, wie schnell sich das Blatt gewendet hat. Zugunsten der Kreatur natürlich. Ist ja ganz klar. Ist ja eine KI-Figur.
Ich weiß, es ist sehr beliebt, dass ich mich immer über die KI aufrege, aber es ist einfach so. Können wir nicht nochmal mit ihm sprechen und ihn fragen, welcher Buchstabe das ist? Nein, können wir nicht. Richtig? Doch, könnten wir. Mendel steht da noch.